Hallo, hier ist wieder Holger mit deinem Podcast Finanzen, Lernen, Planen, Leben. Der Podcast von und mit Holger Nennwig. Yo, ich habe mir den Patrick Lutzius nochmal an den Tisch geholt, den Steuerberater, der eine sehr top aufgestellte Kanzlei hat, sehr modern, sehr innovativ und der auch andere Steuerberater coacht, denn er berät auch Steuerberater, wie auch die ihr Kanzlei noch erfolgreicher, besser, runder, höher weiterführen können. Patrick, schön, dass du wieder mit dabei bist. Das zweite Thema haben wir uns aufgehalten. Wir nennen das, ein Top-Steuerberater ist immer sein Geld wert. Jo, denn ihr macht das nicht für die Ehre. Ihr wollt damit auch Geld verdienen. Und natürlich Geld wert. Lass uns mal so ein bisschen besprechen. Ich nehme an, das Thema, Mensch, Herr Lutzius, wieder eine Rechnung. Ich dachte, das wäre schon abgegolten mit dem anderen und so. Wie zahlungsfreudig sind eigentlich Mandanten und was bedeutet das eigentlich? Was macht da ein Steuerberater aus, der sein Geld wert ist und wer sein Geld nicht wert? Lass uns das Thema so ein bisschen beleuchten. Ja, also das erste Wort, was ich mal untersuchen wollte, ist das Wort Kosten. Man sagt ja, Steuerberater kosten. Steuerberater kosten Geld. Ne? Kosten ist aber negativ besetzt, ne? Psychologisch negativ besetzt. Ich nenne es gerne Investition, ne? Weil Investition ist positiv besetzt. Investition weiß jeder, wenn ich dafür Geld ausgebe, kommt mehr zurück. Genau. Ja? Und das ist aber beim Steuerberater so, bei den passenden Steuerberatern, bei den Top-Steuerberatern ist es immer so. Meine These, ne? Weil einfach die einen Mehrwert bieten, wo sie teilweise, ich hatte schon Gespräche, wo dann halt eine Stunde ging und dann wurde der Stundensatz halt abgerechnet, ja. Und aber in diesem Gespräch hat es so Klick gemacht bei Mandanten manchmal, dass ich das für das Gespräch hätte 10.000 Euro nehmen können für die Stunde, ja. Und das ist halt einfach der Unterschied, weil das ist dieser Mehrwert, ja, und man kann natürlich auch eine Stunde über das Wetter reden oder über die politische Entwicklung in Europa, ja, aber es interessiert ja auch keinen so richtig. Das bringt auch niemand weiter. Bringt den Unternehmer, dein Mandant, der beim Steuerberater sitzt, nicht weiter. Ist zwar nett, beim Kaffee über solche Themen zu sprechen, genau. Aber es heißt, nochmal, du hast das ganz wichtig gesagt, Ausgabe und Investition. Eine Ausgabe, ich gebe Geld aus, ist weg. Und Investition heißt, ich tue etwas rein und will mehr raus haben. Ja. Und das ist eigentlich das Interessante. Ein Top-Steuerberater, und das darf ich als Ausbilder ganz gerne sagen, ich kenne von fast jedem Mandanten den Steuerberater, den betreut. Ich beurteile einen Steuerberater nicht das, was er abrechnet beim Mandanten, sondern das, was er dem Mandanten bringt. Und bringen heißt, wenn der Steuerberater hingeht, sagt, pass auf, in einem Gespräch, wo es eben schon gesagt hast, du kannst das und das und das optimieren, ey, Hammer, dann hat der Steuerberater sich selbst in den Verdienst gebracht. Ich habe oft so gesagt, ein guter Berater, auch ich, bringe mich durch die Tipps und Tricks und die Erfahrungen, die ich habe, bringe ich den Mandanten weiter, er spart Geld, er erhöht seine Marge, er verdient mehr Geld, er zahlt weniger Steuern etc. Er hat einen Mehrwert. Das heißt, ich bringe mich da selbst in den Verdienst. Und das sollte das Ziel sein, auch wie suche ich einen Steuerberater auch. Wir haben ja den Teil davor, den solltet ihr unbedingt euch anhören. Da hatten der Patrick und ich ja den Podcast gemacht, wie finde ich den passenden Steuerberater. Das greift ja so ein bisschen ein. Das heißt, der passende Steuerberater sollte sich selbst in den Verdienst bringen. Der sollte eine Investition darstellen, keine Ausgabe. Genau. Er muss so viel Mehrwert bringen, dass er sich immer mehrfach refinanziert sozusagen. Ja? Ja. Also Geld ist ja eigentlich im Prinzip nur Energie. Ja, wenn ich Geld ausgebe und ich mache das mit Freude, die Ausgabe, und bedanke mich dabei, dann ist die Chance groß, dass es mehrfach wieder zurückkommt zu mir, ja, energetisch gesehen. Ja. Und wenn ich aber einen Steuerberater habe, wo ich im Widerstand bin gegen ihn, weil ich glaube, dass er einfach zu teuer ist, also Nutzen, Kosten gegenübergesetzt, ja, sagt er, dann, das ist nur so eine Gefühlssache von dem Mandant, ja. Der fühlt, der bringt mir wenig Mehrwert, ja, aber ich muss es halt machen, staatlicher Zwang. Ich muss ja eine Steuererklärung machen. Abgeben, ja. Ja, ich muss das halt machen, ja. So, ich will aber auch keinen Ärger haben, also muss ich den halt bezahlen. Und wenn es der nicht macht, muss ich halt einen anderen bezahlen. Ja. So. Das ist so,
dieser staatliche Zwang, wo wir ja auch sind, deswegen werden wir auch oft als verlängerte Arm des Finanzamts leider gesehen. Mhm. Und viele, die halt keinen Mehrwert bringen, die sind das auch am Ende, ja. Aber die halt mit dem Mandanten reden und sagen, okay, nur mal eine Viertelstunde am Telefon bringt ja schon teilweise extrem Mehrwert. Ja. Ja, wenn da ein guter Tipp dabei war, als die 50 Euro, was dann am Ende die Viertelstunde gekostet hat oder was, am Ende. Ja. Also man kann vielleicht eins schon mal feststellen, ich hoffe, ich vermute mal, du wirst mir da auch zustimmen. Ein Steuerberater, der hingeht, macht nur den Jahresabschluss, die Buchhaltungszahlen, gibt ihn noch mit einem Time-Lag, verzögert an den Mandanten weiter, nach einem Quartal, nach einem halben Jahr, oder du erfährst in 2021, was du in 2020 eigentlich verdient hast, das ist eine Ausgabe. Bringt überhaupt nichts. Das hättest du im Prinzip auch selbst machen können. Da würde der Maßstab nach dem Motto, okay, seine Zeit ist billiger, als wenn ich das machen würde. Aber der hat eigentlich nur nett die Buchführung gemacht, hat zum Finanzamt abgeliefert. Ja, die Investition in den Steuerberater würde bedeuten, dieser Steuerberater, wie du das ja auch machst, der macht mit mir Telefonate, der macht mit mir vielleicht monatlich oder quartalsweise oder halbjährlich, je nachdem, was das für eine Branche ist, wie intensiv das Mandat ist, Termine, spricht mit mir durch. Hör mal, ich habe mir deine Zahlen angeschaut. Warum machst du das so? Warum machst du das so? Andere Branchen machen das so. Mitbewerber machen das so. Der entwickelt mit dir was. Das heißt, der investiert seine Zeit, um dich fitter zu machen. Und dann kannst du dein Geld in ihn investieren, um ihn gut zu bezahlen. Kann man das so sagen? Das kann man so sagen, ja, genau. Diese Gespräche sind halt extrem wertvoll. Ne? Wenn die Berater zu den, das kann man ja auch heute über Zoom machen oder so. Ja, ist ja kein Thema. Muss man nicht immer hinfahren. Also wir machen das auch bundesweit mit Mandanten, die weiter weg sind, ist auch heute kein Problem mehr. Ja. Und aber der Mehrwert kommt ja da auch über Zoom drüber, ne? Kann man sogar noch aufzeichnen, da hat man noch mehr Wert. Ja. Mehr also auch wichtig, also Zoom ist, meist Leute kennen sicherlich Zoom, aber das ist halt eine Konferenzschaltung. Das heißt, du sitzt im Prinzip vor deinem Bildschirm, du bei dir zu Hause oder im Büro. Steuerberater bei sich im Büro, hallo Patrick, und dann sprecht ihr im Prinzip Sachen durch. Ihr habt Fahrzeiten gespart, könnt aber trotzdem sehr individuelle Sachen besprechen. Ja. Und ich kann mich sogar auf den Bildschirm schalten. Mhm. Ja. Genau. Also beidseitig Sachen sogar. Zeigen. Ja. Jeder kann sich Sachen zeigen. Ja. Genau. Das hat man ja so nicht. Ne? Das heißt auch wie früher, ich habe das so Kriterium, mein Steuerberater, der ist so um die Ecke, das finde ich so toll, dem kann ich mal eben was reinreichen, kann da mal eben klingeln. Da muss ich mal so ein bisschen schmunzeln, wenn mir Mandanten das sagen. Sind mittlerweile so, das ist eher die aussterbenden Mandanten, die ältere Generation, die das so gewöhnt waren. Na, ich fahre da mal vorbei. Schon mal ein Steuerberater, der viel zu tun hat. Wie genauso bei mir. Bei mir klingelt keiner, kommt mal kurz vorbei, nennt mich, kann ich hier eine Stunde nur hinsitzen. Mein Tag ist durchgetaktet. Ich arbeite nur auf Termin, ja. Egal, dann fahre ich hin oder kommt einer zumindest ins Büro oder ich mache eine Zoom-Sitzung. Das ist aber alles in meinem Kalender drin. Da kommt keiner klingeln und sagt, komm, wir müssen mal einen Kaffee trinken. Das geht nicht, ne? Ja. Also Mandant, der neben mir sitzt, hat nicht einen größeren Vorteil oder Nachteil, wie der Mandant, der jetzt in Süddeutschland bei mir sitzt. Ist bei dir ist es wahrscheinlich genauso, ne? Ja, ist genauso. Ja. Ne? Als guter Steuerberater musst nicht nebenan sitzen oder deiner Stadt sitzen. Nein. Ganz wichtig, ne? Muss nicht. Also es gibt aber immer noch Leute, die haben das Gefühl, dass der Steuerberater irgendwie in der Nähe sein muss. Das gibt es natürlich, ne? Ja. Aber so die jüngere Generation, würde ich sagen, eher tendenziell braucht das nicht. Ist eh, ne? Die sind gewöhnt, mit Handy, mit Bildschirm zu arbeiten. Ne? Ja. Wir mailen ja auch alles mehr hin und her und telefonieren viel oder machen halt dann Videokonferenzen. Mhm. Also für wichtigere Gespräche, also das braucht man, da empfehle ich schon einen persönlichen Termin. Ja. Also wenn es jetzt richtig wichtig ist. Es gibt schon emotionalere Sachen. Ja. So als jetzt mein Gewerk erben und schenken, das sollte man nicht am Bildschirm ansprechen, das sollte man sich schon mal zusammensetzen. Wenigstens einmal bestimmte betriebliche Sachen, die ins Eingemachte gehen, das hat am Bildschirm nichts zu suchen. Mhm. Das sollte man vielleicht dann schon mal so von Face to Face machen. Das ist klar. Aber wenn man im Prinzip, wenn man sich kennt, das ist ja auch wichtig, da kann man sehr, sehr viele Sachen in Konferenzen heutzutage auch abklären. Ne? Ja, sehr viel. Und das hat ja jetzt auch einen Schub bekommen, natürlich, durch die Entwicklung. Und das Lustige ist halt, die Mandanten mussten es ja auch dann machen. Ja, es durfte ja dann sozusagen keiner kommen. Ne? Ja.
Und auf einmal war, was vorher nicht ging, geht jetzt. Ja. Ne? Also Videokonferenz geht auf einmal. Genau. Ne? Habe ich auch gelernt, muss ich sagen. Also da, danke Corona, danke Bundesregierung, sagt das Homeoffice. Danke, 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 dass ich vor Ort den Glaubens habe, ich kann da keinen aus Süddeutschland betreuen. Ich kann jetzt nach Süddeutschland viel Stunden im Auto zu sitzen. Ja, ja. Aber ich habe Mandanten, kenne ich über Bildschirm, Telefon, klappt super. Ja. Gar kein Thema. Ja. Also da, danke Corona. Hat jede Medaille zwei Seiten. Das ist eine sehr, sehr positive. Über die andere reden wir heute nicht. Wie verdient denn der Steuerberater sein Geld? Weil wir reden ja, ist sein Geld wert? Wie rechnet ein Steuerberater ab? Welche Positionen fallen an? Sag das doch mal. Also es gibt die Steuerberatervergütungsverordnung, das ist also ein Gesetz. Da sind halt Bandbreiten drin, die sich im Wesentlichen entweder nach dem Einkommen richten oder nach Aufwand oder nach Zeit, sowas. Ne? Also es gibt verschiedene Modelle, das ist jetzt viel zu kompliziert zu erklären. Aber das sind dann die Rechnungen, die wir dann schreiben, die Honorarrechnung, die halt fast überwiegend auch wieder steuerlich absetzbar sind. Also man spart dem Steuerberater auch wieder Steuern. Ja. Ja. In diesem Bandbreiten muss man sich halt bewegen. Ne? Und das ist dann teilweise echt sehr viel und teilweise auch wenig. Ja. Aber am Ende habe ich immer gemerkt, dass diese Vergütungsverordnung bei uns spielt die keine Rolle. Ja? Weil am Ende kommt es immer darauf an, was steht unterm Strich. Der Mandant guckt immer, was muss ich unten bezahlen. Der sieht im Prinzip im Jahr eine Summe und wie sie die Summe sich zusammensetzt, ist dem Mandanten eigentlich egal. Ist mir egal. Auch. Ja, ist egal. Ne? Kann da keiner prüfen. Ja. Aber die setzt sich ja eigentlich zusammen aus verschiedenen Teilgewerben. Ja, das sind also, nennen wir Finanzbuchhaltung, Lohnbuchhaltung, Jahresabschluss, nennen wir die einzelnen Positionen, also die anfallen könnten. Es ist die Finanzbuchhaltung, die da erstellt wird, ja, monatlich oder vierteljährlich. Das heißt also für die, die es noch nicht kennen und nicht selbst schon sind, alles, was du deinem Steuerberater gibst an Unterlagen, elektronisch oder per Papier, wird gebucht, sprich wird ein Kontensystem reingenommen, da kriegst du eine Auswertung für, das ist die Finanzbuchhaltung. Genau, man kriegt eine Auswertung dafür, eine BWA, betriebswirtschaftliche Auswertung. Und die Umsatzsteuervoranmeldung senden wir elektronisch dann auch. Ja. Dann haben wir die Löhne, die wir machen, also Gehaltsabrechnungen, die wir machen. Die melden wir dann auch dem Mandanten zurück. Die kriegen das als PDF zum Ausdruck. Das sind auch Fragen nach dem Motto, jetzt wird der Mindestlohn erhöht, was bedeutet das? Ja. Sozialversicherungspflichtig, betriebliche Altersversorgung, da kommen ja verschiedene Themen, die mit Personal zu tun haben. Genau. Auch schon mal, wie werde ich die los, wie gewinne ich neue, das gehört ja auch zum Personalthema mit hinzu. Also auch Personal, Lohnbuchhaltung als Position. Ja, dann gibt es halt im betrieblichen Bereich noch den Jahresabschluss oder die Einnahmenüberschussrechnung für kleinere Betriebe. Ja. Dann halt bei Kapitalgesellschaften gibt es die Körperschaftssteuererklärung. Dann gibt es noch die Gewerbesteuererklärung, dann gibt es die Umsatzsteuererklärung, die Jahreserklärung, verschiedene andere Erklärungen noch, führt jetzt ein bisschen weit, es wird irgendwelche Arbeiten, die erstellt werden, die aufgelistet werden, wo in Papierform was gemacht wird, wo der Steuerberater irgendwelche Meldungen an Finanzamt, was weiß ich, weitergibt. Dafür gibt es Geld. Ja. Wo findet sich denn die Beratung? Du hast ja gesagt, guter Steuerberater geht hin, der berät noch, macht Telefonate, gibt den Tipp hier, da und da. Wie macht sich diese Gebühr denn bemerkbar? Ist die Teil in der laufenden Gebühr oder kommt die oben drauf? Die muss oben drauf kommen eigentlich, ne? Weil das eigentlich mit der Erstellung dieser ganzen Sachen, die ich gerade aufgezählt habe, nichts zu tun hat. Die kommt ja on top. Das ist eine sogenannte Sonderleistung, die wir halt dann bieten. Das kann eine Frage sein, geh mal mit zur Bank, lieber Steuerberater, da gibt's Kreditverhandlungen oder wie mache ich das mit dem Immobilienkauf oder Verkauf. Ja. Das heißt, die eigentlichen Beratungssachen, Steuerberatung, drücken sich durch eine Extrarechnung aus. Das heißt, da kann sich jeder Zuhörer jetzt schon mal selbst fragen, oder Freunde, Bekannte, wenn die über den Steuerberater erzählen, könnte man schon sagen, nochmal, welche Position fakturiert, bezahlst du denn an deinen Steuerberater? Wenn da nur rauskommt, Jahresabschlüsse, Lohnsteuer, Finanzbuchhaltung, keine Beratungsrechnung obendrauf, dann hast du einen, der brav zuerst mal
warum manche Steuerberater als verlängerter Arm des Finanzamtes funktionieren. Es sei denn, ich kenne auch Modelle, die machen eine Flatrate nach dem Motto und da ist die Pauschale ein bisschen höher. Da sind so Gespräche mit drin, ist wieder ein Unterschied. Da muss man aufpassen. Ne? Genau. Da gibt es unterschiedliche Vergütungsmodelle bei Steuerberatern, die ich so kennengelernt habe. Aber wenn da keine Flatrate ist, die was höher ist als die normalen Erstellungsgebühren, um irgendwelche Abschlüsse zu machen, ne? Irgendwas zu melden. Wenn da keine Beratung ist und eine Flatrate-Beratung mit drin ist, kann man sagen, derjenige hat keinen Steuerberater, der hat eigentlich einen, der brav die Arbeit macht und Finanzamt Zahlen abliefert. Ich sage es mal provokativ. Steuerverwalter. Ein Steuerverwalter, ja. Nach dem Begriff, wunderbar. Das heißt, das Geld, was du da investierst, das ist eigentlich eine Ausgabe, um die Verwaltung den ganzen Shit fürs Finanzamt brav zu machen. Ja, das ist die Erledigung der steuerlichen Pflichten. Genau. So, nett, aber das bringt eigentlich nicht weiter. Dadurch hast du noch keine Steuern gespart, du hast dein Unternehmen nicht optimiert. Das heißt, wir müssen jetzt darüber reden, ein passender Steuerberater, wie das vor dem Vorpodcast anzusprechen, zeichnet sich auch dadurch aus, dass er dann Beratungsrechnung produziert. Im positiven Sinne, er hat dich beraten, was er sich ja bezahlen lässt. Ne? Darauf wollte ich jetzt hinaus. Ja, das ist aber ein zweischneidiges Schwert. Also Steuerminderung passiert ja auch schon in diesem normalen Geschäft, ja, was wir gerade gesagt haben. Da schaut der Steuerberater und die Mitarbeiter schon drauf, dass wir die Steuerlast immer möglichst niedrig senken. Okay, Standard. Aber wenn es darüber hinausgeht, der Berater rennt jetzt aber auch nicht los ohne Auftrag und fängt dann an, alle zu beraten und will hinterher das Geld dafür haben. Mhm. Sondern er muss ja auch mit dem Mandanten reden und muss sagen, wollt ihr das überhaupt? Ja? Genau. Es gibt ja viele, die wollen das ja gar nicht. Ne? Die wollen gar nicht beraten werden in dem Sinn. Ne? Ist so. Ist so. Ja. Ne? Und dann kriegen sie natürlich auch nur das Minimumpaket, sagen wir mal. Ne? Aber wichtig ist, glaube ich, sind wir uns einig darüber, ein aktiver Steuerberater, der sein Mandat entwickeln will, nach vorne bringen will, der geht hin und sagt, pass mal auf, der Mandant, ich weiß jetzt, da bist du, ich habe mir folgende Ideen, wir könnten in dem Bereich darüber sprechen, hat für dich den Vorteil, natürlich bekomme ich das dafür. Machen wir es oder machen wir es nicht. Dann ist das aus meiner Sicht eine Investition. Ich will ja mal auf den Begriff der Investition, nicht der Ausgabe raus. Ne? Ja, das ist richtig. Also wenn der Berater pfiffig ist, dann sagt er, okay, ich berate meine größeren Mandanten aktiv. Mhm. Ja, das heißt, ich gehe oft auch hin und sage, ich lasse mir was einfallen, auch mal ohne Auftrag und sage, okay, wie sieht's hier aus? Können wir mal darüber sprechen? Es wird auf Sie zukommen oder dies und das. Mhm. Ja? Das ist die eine Sache. Das zweite ist, passiv geht auch. Also wenn der Mandant dann kommt und sagt, ich habe da die Probleme, dann werden sie halt auch schnell gelöst. Ist auch okay noch. Ja, aber natürlich schöner ist natürlich, wenn man von sich aus hingeht. Oder halt, wenn man diese ständigen Beratungsfixtermine hat, ja, die fix im Kalender stehen, da muss man dann mitmachen und dann kommt auch immer was. Ne? Es entwickelt sich aus diesen Terminen immer was Schönes. Mhm. Ja? Was halt das dem Mandanten so bringt und zu sagen, ich habe ein gutes Gefühl bei dem. Das ist die Investition wert. Also das sind keine Kosten mehr. Na klar, kostet es Geld. Mhm. Aber eigentlich durch diese Gespräche, durch diese Beratung, diesen Mehrwert, habe ich mehr davon, als es kostet. Und das ist ja eine Investition. Und das sind ja viele Sachen, Leute denken immer, die Investition heißt, es muss mehr Geld bringen. Aber es kann auch sein, dass durch Beratung vom Schaden das Unternehmen bewahrt wird oder die Familie bewahrt wird. Man macht Vermögenssicherungsgeschichten. Oder man sagt, hör mal, wenn du jetzt morgen verstirbst für mein Gewerk, das machen auch viele Steuerberater, sprechen das auch, wenn du morgen stirbst, dann ist das Finanzamt ein sehr, sehr guter Kunde, bist du ein sehr, sehr guter Kunde beim Finanzamt, bist du deine Familie, du bist ja nicht mehr da. Und dann geht Geld als Finanzamt bleibt nicht in der Familie. Na? Und das ist im Prinzip, vor Schaden bewahren, mehr zu behalten oder sogar mehr bekommen. Das ist eine Investition. Genau. Und dann auch hinzugehen und zu sagen, nicht zu schweigen, sondern zu sagen, ja, ich kenne da einen, wenn ich selber nicht lösen kann, ich kenne da einen, der kann das lösen. Ja. Wollt ihr das machen oder wollt ihr es nicht machen? Ja. Ja. Klar, die letzte Entscheidung hat immer der Mandant, aber wenn der Steuerberater da mal hinterher ist und mal ein bisschen Druck macht, sage ich, kümmere dich mal um deine Notfallakte sozusagen, ja, Probesterben, kümmere dich mal um deine Erbschaftsangelegenheiten, irgendwas ist hier unrund, du hast dein Berliner Testament, fällt mir nicht als Steuerberater, ja, lass es mal umstrukturieren. Mhm. Ich begleite dich dabei
mit jemand anderem noch dazu. Ja. Also ganz wichtig, was du gesagt hast, ein Steuerberater sollte aktiv auf sein Mandat zugehen, sagen, mir ist das aufgefallen bei dir, könntest du was machen, möchtest du das oder möchtest du nicht? Du hast eben natürlich auch einen Satz gesagt, es gibt manche, die wollen das nicht. Die sind beratungsresistent, sagen, nee, warum soll ich hier für Geld bezahlen, ich will das nicht. Dann ist es okay. Aber da hat der Steuerberater seinen Job gemacht. Ne? Ja, der hat seinen Job gemacht. Ja. Er kann es ja nur anbieten. Ja, genau so. Wenn jemand Nein sagt, ist das ja völlig legitim. Das sind die Grenzen der Beratung. Ne? Ja, du kannst gar keinen zwingen. Nein. Das ist schon klar. Ja. Er kann nur sagen, ich habe das und das gesehen. Ja. Würde ich mich drum kümmern, sonst passiert das. Aber es gibt auch, und da geht es wahrscheinlich ins Psychologische rein, es gibt einfach Leute, die wollen das so lassen, wie es ist. Mhm. Auch obwohl sie eigentlich wissen, dass es schlecht ist. Ne? Ja. Und da haben wir unsere Grenzen. Ja? Da müssen wir eigentlich eine Therapiesitzung anschließend machen. Ja? Was wir nicht können und nicht dürfen in dem Sinn, aber wir sind ja auch sowas ähnlich wie so halbe Psychologen. Ja, und Eheberater und Pfarrer und wir sind eigentlich wie James Bond, ja. Wir müssen alles können. Ja, genau. Aber wir können auch nicht alles. Ja. Und das ist auch eine Schwierigkeit, was viele Berater auch falsch machen. Die werden dann immer auch von den Mandanten zu solchen Sonderleistungen hingezogen und sagen, mach mir mal schnell einen Arbeitsvertrag. Darf er nicht. Ne? Mach mir mal schnell einen Mietvertrag. Darf er nicht. Ja, genau. Ich kann vielleicht eine Vorlage mailen, die ist blanko. Ja. Ja. Da kann er dann selber einfüllen. Aber mehr darf ich eigentlich nicht machen. Also auch wichtig, ne? Der Mandant, der hat natürlich, der denkt, der Steuerberater, das ist eine eiermilchige Wollmilchsau, der kriegt ja schon Geld, damit ich zahle als Unternehmer den 6.000, 7.000 Euro im Jahr, das reicht ja, dann kann er mal eben das und das machen. Ne? Ja. Ey, warum? Das machst du dazu heute auch nicht, weißt du? Du bist Zahnarzt, sag mal, ich habe schon jetzt drei Implantate machen lassen, machst du das vierte kostenfrei, da hast du. Nach dem Moment, da habe ich auch wieder Arbeit für. Du hast letztes Jahr mir Geld für, den kannst du jetzt mal kostenfrei arbeiten. Ja, macht ja keiner. Das ist doch legitim, dass einer, wenn er neue Leistung bringt oder mehr Leistung, noch Geld mitverdient. Ja, ja. Also klar, alles, was wir hier machen, kostet irgendwo Geld. Ja. Ja. Am besten ist es eine Investition und keine Kosten. Ja, ja, natürlich. Da schließt sich der Kreis wieder. Das ist da wichtig. Schließt sich der Kreis, ja. Gibt auch Mandanten, die meinen, wenn man mal schnell beim Steuerberater anruft, das wäre alles kostenfrei. Mhm. Ja. Aber es wird schon aufgeschrieben. Ja. Mhm. Es geht mit in die Kalkulation mit ein. Ne? Ja. Das muss einem klar sein. Ja. Aber sag mal, wir haben ja eben so schön formuliert, ja, der Steuerberater soll schon aktiv vorgehen. Aber lass uns aber mal drüber reden, aus deiner Sicht. Du bist ja selbst Steuerberater, das ist ein Steuerbüro, berätst andere Steuerberater. Wenn der Kunde nicht mitspielt, wenn der nicht auch mal fordert, der muss ja auch mal sagen, hör mal, ich möchte gerne, der muss ja auch mal ein bisschen melden, ich habe die Idee, können wir was machen. Der sollte schon ein bisschen aktiv mitarbeiten. Ne? Wäre wünschenswert, ja, weil wir können auch nicht alles wissen. Genau. Also wir rufen ja auch nicht jede Woche an und sagen, wie sieht's jetzt aus? Ist irgendwas? Ja. Ja? Ja. Das wäre natürlich das Optimum, ne? Mhm. Aber das macht keiner in der Praxis, ne? Aber das heißt, im Prinzip die Forderung von einem Steuerberater sollte ja auch sein, lieber Mandant, du musst mir Sachen erzählen, die bei dir passieren. Weil je nachdem, was passiert, hat das eine steuerliche Relevanz oder zumindest hat das eine Relevanz für mein Vorgehen in der nächsten Zeit. Du hast auf einmal, wenn mir einer erzählt, weil so, ja, ich habe da einen neuen Mann, Frau kennengelernt, könnte sein, dass ich demnächst familiär einen anderen Weg gehe, dann solltest du als Steuerberater das wissen, ich soll das als Estate-Planner auch wissen, weil dann ergeben sich ganz andere Fragestellungen, ne? Und ganz andere Sachen, die man mit dem Mandanten dann besprechen sollte. Also auch sowas interessiert. Oder da sagst du, meine Tochter ist jetzt im Prinzip Abitur, die geht jetzt im Prinzip ins Ausland, fängt an zu studieren, die in die Ausbildung, soll der Steuerberater wissen, weil da tickt der beim Steuerberater gleich mit, kann ich Ausbildungskosten steuerlich ansetzen, kann ich da was machen, ne? Also das stimmt. Also die guten Mandanten, es gibt ja auch gute und schlechte, da gibt's nicht, aber es gibt ja passende und unpassende Mandanten. Ja, ja. Also die gut vorbereitet sind, die sich um das Thema Steuern auch kümmern, die das wirklich auch gestalten wollen, die denken schon mal vor, weil die wissen ja als erstes, was habe ich gerade geplant. Mhm. Ja? Und dann ein guter Mandant sagt, ich beziehe meinen Steuerberater in der Frühphase schon ein, meiner Planung. Was sagt der denn dazu? Sonst haben die ein halbes Jahr irgendwas geplant, sind in die falsche Richtung gelaufen. Ja. Steuerberater sagt, nee, ihr müsst in die Richtung laufen. Das ist besser. Ne? Und das ist einfach, und die schlechten Mandanten, in Anführungszeichen, schlechten, ja,
Die machen immer was und das ist schon erledigt. Der Notartermin ist schon rum. Ja, sag, ich habe mir jetzt hier was gekauft. War das jetzt gut? Ja, was sollen wir denn da jetzt machen? Das Kind in den Brunnen gefallen, ja. Du kannst das nicht mehr verbessern. Aber natürlich, wenn ich jetzt so aktiv beraten würde, dass ich jeden Mandanten, was ja keiner macht, ich ja nur am Telefon, jeden Monat einmal anrufen und sage, was liegt denn bei euch jetzt an? Ja, ist was? Muss ich was wissen? Also ja, mal, das wäre das Optimum. Ganz klar auch formulieren, lieber Mandant, ob du Steuerberater-Mandant bist oder Bemännlich-Mandant bist, es ist dein Job zu sagen, ich möchte das und das neu machen, das hat sich bei mir verändert, ich habe die Ideen oder ich habe das und das Problem. Ja. Das müssen wir als Berater wissen. Weil wir können doch nicht, wir haben keinen Röntgenblick und können jeden Tag Mandanten anrufen, mal, ist noch alles okay bei dir, immer noch gleich Mann, Frau, Firma, alles okay, Mitarbeiter, Risiken. Ne? Das ist auch eine Bringschuld vom Mandanten. Ja, das sehe ich auch so. Ja. Also diese Sachen, die, also so größere Dinge, ja, wo es dann halt wichtig wird, das weiß der Mandant auch, ob es wichtig ist. Mhm. Ne? Da sollte er seine Berater mit einbeziehen, egal welchen Berater jetzt. Ja. Kann ja auch Anwalt oder Vermögensberater oder Steuerberater, spielt keine Rolle. Jetzt müssen wir da zu dir kommen, du bist ja auch so ein Informationsknotenpunkt. Ne? Weil viele Leute denken ja auch, der kann ja alles, der weiß das schon, oder wenn er dir die Information gibt, ich habe das und das vor, dann kannst du ja sagen, du ist nicht mein Gewerk, aber ich habe eine Idee, ich kenne einen, der dir helfen kann. Du kannst es ja auch ein bisschen kanalisieren und auch so durch deine Kenntnis des Mandanten, seiner Familie, seiner Firma, weißt du ja auch, wie bedeutsam das ist, was ich da ändern kann. Dann sagst du, ist doch nicht meine Baustelle, ich kenne einen, der kann dir da helfen. Du schützt ja auch dein Mandat, ne, dadurch, indem du die Information bekommst. Und du kannst umso besser helfen, je mehr du weißt vom Mandanten. Ne? Ja, das ist so. Also es ist ja in unserer Fachsprache der Sachverhaltsaufnahme. Ja? Also wir brauchen alle Sachverhalte, die es rund um die Steuern benötigt werden. Einfach, ja. Ja? Je mehr wir wissen, desto besser kann ich arbeiten. Genau. Ja? Also wir haben jetzt zwei Sachen gut rausgearbeitet, nämlich die, was soll der Steuerberater tun, aber auch was soll der Mandant tun. Beide haben die Herausforderung und sie sollten das machen, aktiv auf den anderen zuzugehen, Ideen bringen. Das ist wichtig. Ne, Win-Win. Das ist immer, beide sollen aktiv sein. Ja, ne? Beide. Ja. Ganz wichtig. Ne? Ja, ganz wichtig. Es gibt ja immer dann so, oh, ich sitze hier, mein Steuerberater soll mal kommen, soll mir was erzählen. Aber ich erzähle dem nichts. Ne? Ja. Das ist natürlich ein bisschen schwierig. Ne? Es kann keiner in der Glaskugel lesen. Ne? Ich glaube, wenn der Steuerberater sagt, oh, lass ihn mal dann mal kommen, weil wenn er nichts von sich bringt, dann frage ich den auch nichts. Aber du siehst als Steuerberater natürlich auch an den wirtschaftlichen Röntgenbild, sage ich immer dazu, an den Unterlagen siehst du ja auch, oh, gut, schlecht, oh, da müssen wir auch drüber reden. Du kannst ja auch, das ist ja wie ein wirkliches Röntgenbild, die Zahlen, die du als Steuerberater vorliegen hast, kannst du sagen, oh, da müssen wir drüber reden. Ich sehe gerade, was da stimmt die finanzielle Gesundheit nicht so, aber wir können etwas regeln. Ne? Genau so ist es, ja. Und je besser das Röntgenbild ist, desto genauer, qualitativ genauer, desto mehr kann man auch erkennen. Ja. Desto mehr kann man ableiten daraus. Ja. Klar. Ja, Thema ist ja, ein Top-Steuerberater ist ja immer sein Geld wert. Ja, ein Top-Mann ist sein Geld wert, weil es eine Investition ist. Wir haben das unterschieden von Kosten. Wir haben festgestellt, der Steuerberater muss aktiv sein, aber der Mandant auch. Haben wir noch was vergessen zu dem Thema? Tja, also was noch gut wäre, wenn der Steuerberater halt digital arbeiten würde insgesamt, also mit schlanken Prozessen. Ah, ja? Okay, ja. Weil das gut, kostet ja Geld alles. Ja. Ne? Und auch Zeit. Und Zeit ist auch wieder Geld. Und Zeit wird wieder abgerechnet, ja. Also da sollte unser Zuhörer zu jetzt nochmal den anderen Podcast hören, den wir gemacht haben. Wie finde ich den passenden Steuerberater? Da haben wir es auch schon mal gesagt. Aber sag nochmal, schlanken, digitale Sachen. Das heißt, je schneller die Unterlagen beim Steuerberater sind, ohne dass ich einen Ordner hinschicke, sondern dass ich es hochlade, du hast das als Steuerberater sofort auf dem Bildschirm. Das heißt, es ist kostengünstiger für den Mandanten. Du hast schneller die Transparenz. Der Kunde, der Mandant hat schneller die Transparenz. Ist auch von Vorteil. Ich erkenne Fehlentwicklung und ich kann auch therapieren. Ich kann sagen, ey, das ist gut, nicht so gut, pass mal auf da und da. Mhm. Genau so, ja. Ist ein Unterschied, ob ich einen Papierordner manuell abtippe oder ob die Computersoftware das weitestgehend selbst schon erkennt. Ja. Ja? Und wir haben ja auch wieder, wenn wiederkehrende Vorgänge in den Banken zum Beispiel passieren, also immer wieder dieselbe Abbuchung,
weiß unser System am nächsten Mal, bucht es das vollautomatisch. Ja. Ja? Also das heißt, wir haben die Buchhaltungszeit verkürzt. Ja, ne? Das macht sich auch bemerkbar in der Rechnung, der Mandant bezahlt. Ja, auf jeden Fall. Also und der Mandant, also vielleicht bleiben auch manche Rechnungen auch ziemlich gleich, kann auch sein, aber der Mandant wächst weiter, ja, und hat mehr Buchungsvorgänge und der Preis vom Steuerberater bleibt dann auch gleich lange, ja, weil der einfach die Maschine ist ja so, das ist ja passives Einkommen, nenne ich es schon. Ja? Wenn die Maschine für den Steuerberater arbeitet und da kein Mitarbeiter dran sitzen muss, sondern die EDV rattert es selbst runter. Ja. Ja? Also macht Sinn, es ist eine Zeitersparnis für den Mandanten, aber auch eine Kostenersparnis, weil im Prinzip, egal ob jetzt 50 oder 500 Rechnungen sind, wenn das gleiche Vorgänge sind, rattert die Maschine so durch, während der Handbuchführung, wo die Konturistin, die das kontiert, jeden Satz wieder neu eingeben muss, muss das eintippen, das ist Handarbeit, ist natürlich teurer, ne? Ja. Ganz klar. Auf jeden Fall, also das ist ganz klar absehbar. Ja. Das heißt, wenn wir über Steuerberaterkosten sprechen, du kannst da verhandeln, wo der Steuerberater im Prinzip, weil er die Maschinen arbeiten lässt, weniger Zeit davon hat, da kannst du mit dem Steuerberater reden, aber kann man an der Rechnung mal sprechen, im Gegensatz zu dem Steuerberater, der Handarbeit machen muss, alles selbst kontrolliert. Ja. Aber ansonsten muss der Steuerberater natürlich auch sein Geld verdienen. Sind wir uns auch darüber einig? Ja. Du kannst es nicht sagen, berat eine Stunde weniger, ich will Geld sparen, sondern nein. Beratung, das ist wieder persönliche Zeit, muss natürlich wieder anders vergütet werden, ne? Man kann zum Beispiel sowas machen auch, man lässt die Buchführungspauschale, obwohl man weiß, man braucht vielleicht jetzt weniger Zeit, man lässt sie vielleicht gleich hoch, aber man packt vielleicht noch eine Beratungsstunde mit oben drauf, für denselben Preis. Ja. Und somit hat der Mandant was davon und der Steuerberater auch. Ne? Also das kann der Mandant offen andiskutieren mit seinem Berater und sagt, hey, ich habe Kosten, ich kriege das im Moment vom Mandanten und sagt, ja, mein Kumpel, der zahlt weniger. Aber woran machst du das denn fest? Ja, der hat ja auch ein Unternehmen so und so, der zahlt das, ich zahle das. Das ist für mich, was soll ich damit anfangen mit den Informationen? Du weißt gar nicht, wie viel Zeitaufwand, wie viel Buchhaltung, wie viel Papier dahinter ist und ob das eine Flatrate ist, wo Beratung mit drin ist oder nicht mit drin ist. Und wie der Steuerberater natürlich den Mandanten so berät, ob der richtig abgeht wie so ein Zäpfchen nach vorne, richtig erfolgreich ist. Ich kann Steuerberatungskosten nicht einfach so auf Papier abgleichen. Finde ich mal ganz, ganz gefährlich, ne? Das kann man nie. Man kann nie Steuerberatungsrechnungen vergleichen. Ne? Man kann, also mein Kumpel hat dasselbe Firma wie ich, der zahlt dann die Hälfte. Habe ich auch schon gehört. Ja? Ist natürlich meistens gelogen, um meistens den Steuerberater zu drücken, ne? Preis. Ist natürlich eine plumpe. Ja, das sind solche Sachen, wo der bewusst weiß, legt irgendwas hin im Show, sagt, guck mal, ich drück mal deinen Preis runter. Ja. Macht auch keinen Spaß. Wer wegen Geld kommt, der geht auch wieder. Ja, genau. Wegen Geld. In jedem Branche ist das so. Thema ist natürlich, wenn ich die gleiche Leistung günstiger einkaufen kann, why not? Oder wenn ich fürs gleiche Geld noch Beratungsleistung oben drauf gehe, die mich richtig abgehen lassen, zahle ich doch gerne. Gleiche oder sogar mehr. Da muss man schon ein bisschen ins Eingemachte gehen und vergleichen. Das kriegt der Mandant nur raus, wenn er offen ehrlich kommuniziert, sagt, guck mal, wenn ein Steuerberater wechseln will, das zahle ich momentan, das bekomme ich an den Beratungsleistungen, so und so sind meine Jahre gelaufen. Da kann derjenige Steuerberater gegenüber jetzt neu sitzen, sagt, okay, bei mir würde das so und so und so aussehen, kann ein neues Paket aushandeln und guckt dann, ob es besser läuft. Ne? Aber nur nackte Zahl nach dem Motto, so hin und her zu schleudern oder gar irgendwann zu drücken, gute Leistung muss gut bezahlt werden, ist immer so. Ja, finde ich auch. Also es muss beiden Seiten Freude machen. Genau. Ja, und ich finde den Satz schön, wer wegen Geld kommt, geht auch wegen Geld wieder. Ja. Das ist richtig, das ist bei uns auch so. Ist so. Die will keinen so Kunden und Mandanten will kein Mensch haben. Nein, also wo die erste Frage ist, ich brauche Hilfe, was kostet's? Mhm. Ja? Ja. Das ist ja meist die zweite Frage dann. Ja. Da weiß ich schon, die Kosten sind sehr wichtig. Ne? Mhm. Und solche Mandanten nehme ich teilweise auch gar nicht mehr auf, weil ich es einfach schon sehe, wo die Reise dahin geht. Ja. Wobei, das ist vielleicht auch nochmal ein interessantes Thema. Viele Leute sind ja schon, sagen wir mal, so erzogen. Es gibt Leute, die sind sehr kostenbewusst. Die achten drauf. Ist auch okay, dass man das anspricht. Die sind vielleicht so vom Elternhaus konditioniert.
Du kannst den Euro nur einmal umdrehen. Wenn du einen Euro verdienst, kannst du auch nur einen Euro ausgeben. Also guck, wie du den Euro ausgibst, dass man zu mir, zu dir hinkommt, zu dir, Patrick, Herr Holger. Was wollt ihr denn? Okay, können wir über den Preis reden. Ich sag, ja, können wir reden. Wir müssen aber Preis und Leistung in Einklang bringen. Ne? Ja. Das ist für mich immer das Wichtige, Preis und Leistung immer in einem Satz zu besprechen, weil nur das ist das, was beurteilt werden kann. Ich kann jeden Preis günstiger machen, also immer, gut, was soll man Leistung weglassen? Ist doch kein Thema. Ja, ja genau. Ja, so läuft es bei uns ja auch. Ich meinte eben aber, wenn in der allerersten Mail, ohne dass man ihn kennt, gleich in der zweiten, im zweiten Satz nach dem Preis gefragt wird, das finde ich zu früh. Ja. Das kann man hier mal erklären, wenn man überhaupt weiß, um was geht's eigentlich. Ne? Weil das kann ja keiner blind irgendeinen Preis nennen. Ja? Gut, dass du es ansprichst. Du hast recht. Es gibt ja viele Leute, ich habe das auch in der Mannschaft schon erlebt, die machen eine Ausstellung und sagen, Herr Steuerberater, wenn Sie mit das und das machen, wie toll sind Sie? Ohne dass sie mit dem Gespräch geführt haben, wie soll ich einen Preis abgeben? Ich weiß ja nicht, was das Mandat ist, was ich da machen kann. Ich sage zu Kunden auch immer, wenn ich im Erben Schenken berate, dann schreibe ich auch Rechnungen. Komm zu mir, wir besprechen und dann kann ich dir sagen, was ich dafür haben möchte. Nachdem ich weiß, wie du bist, wie du denkst, wie du tickst, was du brauchst und so weiter, dann kann ich einen Preis machen. Dann kannst du sagen, passt oder passt nicht. Wir gucken, dass das dann funktioniert. Aber dieses auch Preisausschreiben ist immer ganz lustig. Ne? Ja, das zeugt aber von einem Geldmangelbewusstsein. Also Geld ist gut. Geldmangel, ja, wenn ich, wenn ich dieses Mangelbewusstsein drin bin, bin ich immer in der Opferhaltung, ja. Die Welt war böse zu mir, deswegen habe ich so wenig Geld. Ja, das ist ja Unsinn. Das ist nur eine Illusion im Kopf. Ja, das heißt, Geld ist immer für alle unbegrenzt da eigentlich, ne? Wenn es mal energetisch sieht. Und wenn aber die Frage gleich kommt, dann strahlt ja schon in der ersten Mail der Mangel mir entgegen. Ja, ja klar. Und dann erkenne ich auch. Und dann sage ich, okay, wenn der überhaupt Kosten ein, ja. Wenn der Mangel hat jetzt schon, dann will er bei mir auch sparen. Ja, ja, da habe ich keine Lust dazu. Ja, das stimmt. Ja. Also manch einer muss sich nicht wundern, warum er vom Steuerberaterbüro abgelehnt wird. Ich möchte dich nicht beraten. Ja, das sind aber die Leute, die sich dann wundern, dass sie dann die 30. Abfuhr gekriegt haben. Ja, genau. Ja. Oder ich habe schon 5 Steuerberater, die waren ja alle blöd. Und Lutz, was können Sie für mich tun? Da weißt du schon, wenn alle blöd waren. Ja. Es gibt immer 2 Blöde. Das heißt, der Berater ist ein bisschen blöd und ich selbst als Kunde, als Mandant auch, weil zum Blödsinn gehören immer 2. Es ist nicht mal einer in dem Leben blöd, denke ich mir. Nee, nee. Also wenn die Welt sich gegen mich verschworen hat, dann liegt es wahrscheinlich an mir, nicht an der Welt. Sehr schön. Ja, ich merke, du bist auf Achtsamkeit, Bewusstheit ist auch für mich ein wichtiges Thema. Können wir eigentlich einen eigenen Podcast drüber machen. Machen wir gerne. Aber gut, dass du es mal angesprochen hast, ist wichtig. Geld haben auch Leute, die positiv in der Fülle denken, die immer Mangel denken. Das sehe ich auch so. Warum sind manche Mandanten erfolgreich, warum andere nicht? Das hat was mit Mindset, mit Bewusstheit zu tun. Ganz wichtiges Thema. Das hat nicht nur mit Arbeiten zu tun. Nein, wenn ich ein Blockadeprogramm in mir habe, ja, wenn ich also ein Geldverhinderungsprogramm in mir läuft, psychologisch, ja, dann kann ich noch so viel arbeiten. Ich werde niemals reich werden. Genau. Ja? Es geht nicht, weil ich muss das Programm erst löschen. Ja. Wunderbar, ein sehr schönes Thema. Jo, wir haben jetzt wieder 38 Minuten über das Thema gesprochen, die Zeit verfliegt. Ich denke, da sind einige gute Tipps wieder rausgekommen. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, ich nehme in die Shownotes natürlich auch Patricks Anschrift mit rein, eine E-Mail-Adresse, da könnt ihr gerne Fragen stellen. Hinweis, dass er bei mir im Interview war. Das macht Patrick sicherlich auch ganz gerne. Ansonsten, ich glaube, passt jetzt, was wir besprochen haben, oder hast du was auf deinem Zettel stehen, was wir noch reinholen sollten? Nee, alles gut. Haben wir alles gesprochen, haben wir den Job gut erledigt, dann sind wir damit raus mit dem Thema. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, würde ich mich freuen über eine tolle Empfehlung, vielleicht auch 2 oder 3 Zeiler auf iTunes oder Spotify, denn dadurch wird der Podcast noch mehr in die Sichtbarkeit gerückt. Und geht hin, abonniert den Podcast, so verpasst ihr keine neue Folge. Und auch wenn euch dieser Podcast, das Interview mit dem Patrick, die 2 Folgen gut gefallen hat, hey, geht doch hin, nehmt den Link des Podcasts, schickt den an Freunde, Bekannte, Arbeitskollegen etc. weiter, damit auch die sich mit dem Thema beschäftigen, weil das, was wir hier besprochen haben, bespricht nicht jeder Steuerberater mit seinem Mandanten. In dem Sinne, alles Gute, der Patrick und der Holger. Ciao. Ciao.